Du hast übrigens schön gesungen, mein Schatz. Ich habe nicht gesungen. Hast du, und das haben alle gehört. Das weiß ich nicht. Doch, doch, das haben alle gehört. Ich sehne mich nach. So. Packen wir mal die Geißeln von Rita. Schicken wir nach hier. Und die schicken. Die kann ich gar nicht wegschicken, ne? Die Armee ist gefährlich. So, Gewaltmarsch, da kommst du ja auch rüber. Dann bist du zumindest schon mal safe. Was dorthin kommt, er nicht. BB Darknack. So, Tillis ist aufgestiegen. Hat sich die schön fetten Arme geklaut. Ey, minus 4. Hat er 5. Zack. Die hat er jetzt nicht mehr. Die hat er jetzt minus 2. Und dann gucken wir mal, ob Armenien jetzt auch gleich leidet. Naja. So halten wir uns die Nachbarn wenigstens ein bisschen schwächer. Möchtest du vielleicht Krieg beitreten? Seid gegrüßt, ehrenwerter Freund. Fühlt euch wie zu Hause. Nein, bitte nicht. War mir schon klar, habe ich mir fast gedacht. Ihr hättet eigentlich schön dran mitfressen können, aber gut. Dann wollen wir mal wieder die Runde wenden, Leute. Tja, Tagnack, du hast es verpasst. Rita hat gesungen. Und zwar Schlager. Nee, 20 Uhr. Er hat mir nochmal geschrieben, er würde gerne 20 Uhr machen. So. Tanais hat eine Rebellion. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ich erwarte eure Angriff. So, Steuer nochmal gesenkt. Ausrücken. Weg damit. So. Puh. Da kann man echt vom Glück sprechen, dass wir noch überhaupt leben, wenn ich ehrlich bin, weil wir gerade überall Zufriedenheitsprobleme haben. Also mega. Ich muss da was ändern dran. Hier habe ich es halt durch die Religion auch. Instabilität ist auch noch drin. Der Provinz, hier habe ich Glück gerade. Auch hier muss ich es umändern eigentlich. Bringt mir meinen Wetzstein. Um auf Zufriedenheit zu kommen. Hier gibt es noch Geld draus. Machen wir mal dich hier rein. Ja, das freut mich. Dann sind wir ja immer noch recht zahlreich hier. Oh, da kommen sie jetzt drüben. Zack. Jetzt sind wir rüber. Dann kommst du auch mit rüber. So. Dann wollen wir mal gucken. Immer noch kein Friedensabkommen. Das ist halt so ein schöner Zwei-Fronten-Krieg, den ich jetzt hier habe. Und wenn jetzt hier die Kimmerer noch dazukommen würden, hätte ich drei Fronten gekriegt. Das wäre richtig kacke. Leben noch. Ich erwarte eure Befehle. Ich sollte versuchen, hier jetzt keinen Krieg anzufangen. Schicken die Spione nach hier drüben. Ich habe jetzt nämlich nicht vor, Krieg hier drüben zu führen. Ich werde mich jetzt komplett auf den Osten konzentrieren und hier erstmal ausbauen. Machen wir als erstes Arachosienblatt. Die wollen wir wirklich erobern dann. Und danach geht es dann weiter Richtung Westen über Persien dann. Wahrscheinlich. Nee, let's see. Habe ich nicht vor. Ich muss jetzt erstmal irgendwie überleben. Um im Osten den Kampf zu gewinnen. Ich kann nicht einfach irgendwo hingehen. Das bringt nichts. Die Kimmerer sind gut mit den Armeniern beschäftigt. Es müsste schon veröffentlicht sein, ich hab's aber noch nicht. Ich wollte es aber noch holen. So.
Ich muss jetzt gucken. Was jetzt hier? Ich habe jetzt hier überall Kinder. Alle werden langsam erwachsen. War doch nicht gut. Ich finde es ja geil, dass Uba immer noch lebt mit seinen 73 Jahren. Ey. Stell dich mal nach hier, bitte. Du gehst mal nach da und dann gehst du in den Hinterhaltsmodus rein. Na, guck mal, ob wir es schaffen, hier zu catchen. So. Oh! Ey, das wäre echt cool. Das hätte ich noch gar nicht gewusst, dass es das gibt. Das muss ich unbedingt holen dann. So, Blutsbrühe erschafft. Ich hätte halt mega rein, wenn ich das hätte. Und gehen wir jetzt mal. Wir müssen jetzt auf Zufriedenheit forschen. Wir brauchen es dringendst. So, Geld. Money, money, money. Brauchen wir. Mal einen Tagebau bitte hier. Und hier brauchen wir auch mal einen Tagebau. Bauen wir gerade auf Happiness. Müssen wir jetzt noch mehr Happiness reinprügeln. Indem wir dich hinschicken nach Ponto Caspis. Passt schon. Ah, sehr gut. Ich werde mir das DLC noch holen, dann können wir das schön mit der Runde drehen. Mit dem RP dann später. Ich bin mal gespannt, ob er hier angreifen will. Beende mal die Runde jetzt. Oh je, es ist echt. Also das ist jetzt fordernd sogar in der Kampagne. Ich meine, diese Lokien waren so easy, da konnte ich von einem zum nächsten gehen. Hier war es jetzt anfangs so, aber weil ich halt zu schnell expandiert bin, ist mein Land noch nicht bereit dafür, mal sagen. Was meinst du denn mit Persien? Wo kann man denn die Perser spielen? In welcher Kampagne? Würde mich mal interessieren, Letzi. So, ich denke mal, dass die persische Armee dort keine Gefahr darstellen sollte. Danke, Armenien, oder nicht? Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Ja, jetzt greift er an. Nein! Der ist da vorbeigelaufen. Aber wir können jetzt hier angreifen. So, willst du mich verkackeiern? Keine Chance oder was? Moin, sind Schwanzpanda. Auf Schwanzpanda? Rückzug, Krieger! Zieht euch zurück! Kommen wir hier mit drüber. Du meinst Partia? Achso, Partia. So. Dürfte ich noch mal kämpfen für unsere Vorfahren? Das denke ich mal. Ist zu packen. Ich erwarte eure Befehle. Komm, machen wir das jetzt. Gehen wir hier in Angriff drauf, danach starten uns da drüben die andere Armee und gehen die nochmal an. Und dann können wir direkt auf Arachosien losmarschieren und schnappen uns die Städte von denen und machen die platt. Und danach die ganzen restlichen Provinzen, die wir noch haben, da werden wir die Nation befreien, um ein bisschen Destabilisierung reinzubringen in die ganze Gegend. Damit die ein bisschen schwächer wird insgesamt. Und dann klappt es, glaube ich, ganz gut, denke ich. Viel zu viel weit für mich gespielt. So, hier kommt die Kaff-Armee dazu. Man hat dich wieder gehört beim Singen. Aber sie hört es nicht. Gut.
Die ist voll beschäftigt. Hier kommen jetzt die ganzen Kavalleristen. Tapfere Krieger, hört meine Worte. Wir haben mega. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Hier, so, rüber hier mit euch bitte. Ups. Die kommt mir hier bitte mit rüber. Ihr kommt hier hin. Also so ein richtiger Mega-Vorteil eigentlich. Ich will, dass ihr euch hier hinstellt, lol. Teilen wir ein Zweiergespanne auf. Kriegt ein separates Gespann. Ihr kriegt ein separates Gespann. Die Bogis kommen mal nach hier. Ihr kommt mal nach hier. Dann passt das schon. So lange werde ich die Kampagne nicht spielen, Letzi. Alles okay? Ja? Ich habe dich nur was gefragt. Oh, Entschuldigung, was ist das? Ob du Spaß hattest beim Singen. So, kommt bitte mal her. Ja, was viele gar nicht wissen, aber was eigentlich viele Total War Spiele haben, ist, ich glaube, auch das Spiel. Wenn man sich auf einem Hügel befindet, dann müsste man einen extrem Reichweitenbonus bekommen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. So. Wollte diese Kaffee drüben eigentlich platt machen. Aber naja. Bogenschützen! So, dann rennen wir runter, bitte. Berittene Bogenschützen! Jetzt kommen die gleich hinterher. Was hatten wir jetzt hier hoch? Berittene Adelsbogenschützen! Steppenbogenschützen! Bewegung! Ballern sie? Ja, sie ballern. Da fallen sie ordentlich Damage, müsste glaube ich auch ein bisschen mehr sein. Steppenbogenschützen! Die Krieger! Komm nochmal rüber mit dir bitte. Junge Äxte! Unser General wird angegriffen! Du kannst jetzt noch hier drüben gehen bitte. So. Passt. Oh, die kriegen wir ja trotzdem noch hier. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Rück vor, Reiter! Vorwärts! Wo sind meine Spirien? Hier hinten? Fucking shit, Alter. So ist der Gen. Gehst du mal jetzt schön hier drauf. Dann machst du ordentlich Damage mit. Ich meine, er wird voll erschöpft sein, der Trupp. Hank und. Schafft das noch in die Reiter rein? Ja, schafft es noch, Alter. So. Wir sind schon ziemlich angeschlagen. Jetzt schicken wir die Exe mit dem Nahkampf rein. Der Gen kann raus. Das sollte jetzt eigentlich klappen. Da haben wir es gleich geschafft. So, 6. Ja, bitte herkommen hier. 5. Wir stehen nach da. Ey, raus hier mit dir. Jetzt kommt schon. Machen wir 3. Komm bitte nach hier. So, die 6 bitte wieder hier hin. Kommt nach hier. Die 3 kann man schön charge setzen hier. Guck euch das mal an, was ist das für ein Hügel hier? Gaius, der hat den. Ich habe was Neues ausprobiert und hat den Titel leider nicht übernommen. Das kotzt mich mega an. Gut. Steppenspellkämpfer! So. Dann geht mal darauf, bitte. Ich schiebe jetzt mal nach hier. Könnt mal hier rein schnaus. So, gib mal ins Quadrat bitte hier. Hier auch.
Da jagen wir dich mal nach hier drum. So, zwei nach hier, zwei nach da. Lol, guckt euch das mal an, ey. So, wir führen dich mal hier drum herum. So, eins kann man hier rum, bitte. Ja, lol. Wenn er nicht will, dann gehen wir hin. Sehr gerne sogar. Das ist so krass, ey. Schieß mal hier ruhig rein, bitte. Kommst du hier mit rüber? Du musst ja auch mit hin. Schieß mal hier rüber, bitte. Da hat unsere eigenen Leute wahrscheinlich, oder? Schieß mal hier auf die Kraft, bitte. Dann ist sie weg. Geht auch. Dann können wir die hier nach hinten stellen und die 1. Kriegt man schwere Pfeile und die kann man ein bisschen näher ran. Ja, Piken drin? Ja, da haben wir Piken drin. Wow. Du hast so weh tut. So. Nahkampf bitte. Kommen wir hier näher ran, bitte. Kannst du auch mal gleich hin. So, zack, passt. So, was macht der hier? Motivieren. Nee, brauchen wir nicht. Schatten wir die Steinschleuder hier drüben. Oh, da kommt ein Charge. Geh mal hier rauf, bitte. Alter, die verrecken ja hier drüben, ey. So, kannst du hier drüben mal einen Charge einsetzen? Die östlichen Speckkämpfer sind die weg. So, bitte nach hier hinten mit euch. Ihr müsst nicht unbedingt mitkämpfen. Und zack, Charge reingesetzt. Dann sterben wirklich kaum Leute, wenn man bergauf kämpft. Aber man kann wenigstens die Moral ein bisschen erschüttern. Das ist ganz gut eigentlich. Mal guckt. Der Katafakte jagt immer noch so ein bisschen Angst ein. Wenn du willst, können wir nach der Schlacht in Brandenburg und Bayern weitermachen, Gaius. Sehr gerne. So, immer bitte hier drauf schießen. Ja, guck ich das mal an hier. Perfekt. Wo ist die 3 eigentlich hin? Wir haben es geschafft, dann haut mal ab hier. So, die 1 kann man hier mit herkommen und die 5. Ich schnapp's jetzt mal die hier, bitte. Genau, schön draufballern hier. Haut die mal weg. Guck ich das an hier. Er lässt sich lange überleben. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh. Nicht gut, dass er einen Nahkampf reinchargt gerade. Zu spät gesehen, dass er die Muni verbraucht hat. Na gut. Egal, er ist weg. Ja, fortfahren. Dann beim nächsten Stream geht es dann weiter, die andere Armee von Afrosium platt zu machen. Wird aber auch schon. Kriegen wir hin. Diese Reichweite, die hier haben, bergab, ey. Fuck. So. Zack. Mensch, Mensch, Mensch. Der ist gleich weg. Mach den Gen platt hier noch. Das wäre cool. So, eins weiter her. Ich will sehen, dass der Gen noch stirbt. Da haben wir es. Dann können wir jetzt abhauen. Wir haben die Schlacht gegen Arachosin gewonnen. Die einen Piken überleben fast ungeschadet. Von hart. Ja, ich habe gar keinen Druck gerade. Alles gut, Guys. Ich werde übrigens gleich den Stream nochmal neu starten, Leute, ja? Also wundert euch nicht. Also ich werde jetzt gleich einmal kurz beenden, hat er neu gestartet und dann läuft das auch wieder. Sollte. Ich will, dass die Namen überall passen, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass da ein Teststream drin steht. Nur weil er war ja der Meinung ist, er muss es so übernehmen. Na gut. So, jetzt können wir freilassen. Schlacht ist gewonnen. Armee ist zerschlagen.
viel lebt nicht mehr. Eigentlich würde ich nochmal nachsitzen wollen, aber gut. Speichern wir mal. Wir haben mit den Massageten sogar weitergespielt als mit den Seleukiden. Aber hier ist auch spannender, muss man ehrlicherweise sagen. Ja? Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, Bärchen-Stream für heute. Jetzt. Wir sehen uns in 10 Minuten wieder.